So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers. Ich hätte fast gesagt Starbound, aber das wäre falsch. Wir haben letztes Mal die Solarzelle hier installiert und die funktioniert auch. Bis jetzt noch relativ unseriös, wollte ich sagen. Nee, ineffizient. Aber die Sonne kommt und die wird hier hochsteigen und da irgendwo wieder runter. So hoffe ich das zumindest. Vielleicht wird sie auch einfach so gerade fliegen. Oh, hier sieht man sehr schön noch einen Mond oder einen anderen Planeten. Abschließend kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen. Die Sonne kommt und die Effizienz steigt. Perfekt. Schauen wir mal in die Batterie. Die sagt jetzt derzeitige Zufuhr, ja. Letztes Mal, wo ich geschaut habe, war es noch 37. Dann können wir das Ding hier mal wieder benutzen. Einschalten. Ja, unten hat es jetzt natürlich die Dinger raus. Ich muss die Gruppe von den Bohrern neu machen. Kontrollfeld. Bohrer. Die Bohrers löschen. Dann G. Gruppe hin. Bohre eine aus. Entschuldigung. Den Verbinder brauchen wir jetzt erstmal nicht. Erzsensor. Ein aus. An. So. Ich weiß nicht mehr, wie krüppelig das war, aber hier ist auf jeden Fall Eis, wie es uns jetzt anzeigt. Eis. Eis. Vielleicht kommt ja irgendwo Uran. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder in dieses Gedöns hier reinfahre. Oh, warum mache ich denn sowas? Also Leute. Ich glaube, ich sollte da noch Triebwerke installieren an dem Schiff. Aber ich glaube, die verbrauchen halt extrem. Nee, warte mal. Ich baue uns was Neues. Das Ding, das war von vornherein einfach nur Schrott, oder? Wo ich angefangen habe, die Räder auszupacken, war das Ding nur Schrott. Darum beginnen wir nun ein neues Bohrgefährt. Oder wir machen das. Wir bauen das hier um. Genau, wir bauen das hier um. Ich muss erstmal wieder die richtige Farbe raussuchen. Genau. Das hier wird jetzt umgebaut zu einem Fliegerät. Stahlplatte. Natürlich brauche ich eine Stahlplatte. Wie unvorbereitet kann man da denn sein? Okay, gerade hing das Spiel. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Okay. Es ist aber passiert. Macht nichts. Ich schaue dann mal kurz hier rein. 20 Minuten. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stahlplatten. Können wir gleich mal 400 machen. Herstellungskomponenten werden wir auch brauchen ohne Ende. Dann lassen wir uns noch das hier und das hier produzieren und sowas. Und ja, das war's dann auch schon. Schwerkraftgenerator brauchen wir hier nicht. Motoren. Reaktor brauchen wir auch erstmal nicht. Triebwerkskomponente, die brauchen wir. Und zwar eine Menge davon. Dann würde ich sagen, können wir die mal nach hinten anstellen. Genau. Bam, 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 bam. Stahlplatten laufen richtig heftig schnell durch. Ist dann auch kein Thema mehr. Oh. Ich hoffe, dass das vom Ton her passt. Ja. Ich drehe mich mal vorsichtshalber ein bisschen lauter. Ich habe
jetzt ganz vergessen, die letzte Folge einfach mal anzuschauen. Ja, natürlich habe ich das vergessen. Weil ich wollte schauen, wie das mit dem Ton aussieht, da ich ja immer noch mit dem neuen Mikrofon unterwegs bin. Das ist jetzt aber zu spät. So, ganz wichtig bei so einem Ding ist, man braucht, man benötigt, man muss haben eine Triebwerk, ein Triebwerk in jede Richtung. Das wird hier ganz billig befestigt, ja. Ja, man könnte schon meinen, wir sind hier. Tschick, 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 tschick. Wir sind hier irgendwo. Ach, Mann. Bei Billigbau. Sind wir ja auch, ne? Der Billigbaukater. Das könnte auch ein toller Hashtag sein, oder? Hashtag Billigbaukater. Na, machen wir das auch noch. Das können wir. Das da drin leider nicht mehr. Egal. Jetzt brauche ich Triebwerke. Beziehungsweise. Ich schau mal hier. Unter. Voxelhände brauche ich nicht. Fensterblöcke, Produktion, Energieblöcke. Große Blöcke, kleine Blöcke, mittlere Blöcke. Frachtblöcke, Cockpitblöcke. Was ist nun das Beste für uns? Ich guck mal hier. Vielleicht haben wir. Ah, guck mal hier. Großes Triebwerk, Hydrogen oder Atmospheric Thrusters. Die Atmospheric Thrusters, die brauchen wir. Und die laufen nämlich ganz normal mit Strom. Und wie rum gehört das Ding? So rum, oder? Nee, so rum. Oh, das ist aber, glaub ich, schon heftig. Na, 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 geht nicht. Okay, pass auf, wir machen hier noch eins hin. Und. Ah, okay. Jetzt sieht es schon besser aus. Dann können wir das hier wieder wegmachen. Und das Ding hier festschweißen. Wobei ich die Triebwerke eigentlich gerne in einer anderen Farbe hätte. So. Diesmal mache ich hier. Weil das wird das, was am stabilsten sein sollte. Deshalb schweiße ich das lieber gleich. Hin. Ja. Ja. Ja, komm. Ich komme natürlich wieder nicht hin. Och, Leute. Leute, lasst mich doch schweißen. Oh, fick dich doch. So. Upp. Bäm. Bäm. Es lässt mich nicht voll fertig schweißen. Doch jetzt. Dann wieder hier die 5. So. Bin mir nicht sicher, ob uns das nach oben treiben kann. Ich hoffe es einfach mal. Aber das treibt jetzt nur vorne. Ist ja klar soweit. Dann machen wir hier eins hin. Und auf der anderen Seite auch eins hin. Ich hoffe, das funktioniert, auch wenn das hier blockiert ist. Aber im Normalfall müsste das schon funktionieren. So, 4 Stück, die uns nach oben treiben. Da brauchen wir nicht so viele, würde ich sagen, weil Motoren. Im Endeffekt fahren wir ja. In der horizontalen fahren wir. Da brauchen wir nicht so viele Triebwerke. Das heißt, ah, jetzt kann ich hier mal raus. Hallo? Okay. Löschen. Oh mein Gott, woran fehlt's denn? Wir haben nicht mehr genügend Eisen. Okay. Also. Es ist wohl so, dass diese Stone Crusher niemals ausreichen. Wie sieht es mit der Batterie aus? Derzeitige Zufuhr, derzeitige Abgabe. Ja,
Wir benötigen noch ein paar dieser Solarzellen. Vor allem sollte das tagsüber so viel Strom produzieren, dass wir nachts keine Sorgen haben. Das heißt, wir sollten uns überlegen, ob wir da hinten irgendwo einen Solarpark installieren. Und das tun wir, indem wir den Weiß weiterbauen. So, warum ich den Solarpark jetzt ausgerechnet hierhin pflanze erstmal, weil es mir so gefällt. Solar? Solar, hallo. Genau. Okay. Richtig rumdrehen, bitte. So. Leute. Ne? So. Okay. Und schauen wir mal. Eine Solarzelle dürfte ich auf jeden Fall fertig bekommen, so wie es aussieht. Ja, ich habe von allem genug dabei. Nur das Schweißen, das dauert halt immer, ne? Es dauert ewig, bis das Zeug hingeschweißt ist. So, damit haben wir die erste Solarzelle des neuen Solarparks fertig. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger zuschweißen muss, dass es funktioniert. Ich mache es jetzt einfach mal. Einfach nur, weil wir es können, wollte ich gerade sagen. Haha. Okay, hier fehlt uns doch einiges. Oh, wieder ein unbekanntes Signal. Mal schauen, wo es landet. Vielleicht können wir da ein paar Stahlplatten klauen. Es wird uns zu weit weg sein, wahrscheinlich. Es wird höchstwahrscheinlich zu weit weg sein. Obwohl, da kann ich ja fast hinlaufen. Oder hinfliegen! Hallo, bitte nicht sterben. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, das war's. Wir müssen zurücklaufen. Oh oh, diesmal sterbe ich. Nein, nein. Nicht sterben. Nein. So. Was? Hoffentlich geht uns jetzt nicht das Anfangsschiff kaputt. Weil sonst müssten wir echt kämpfen. Oh mein Gott, das sind nur 100 Meter. Die sind ja ewig. Und ich kann nicht zurückfliegen. Ich hätte mal H2 Flaschen einpacken sollen. Oh ja. Nein! Warum fliegst du denn weg? Hallo, bleib stehen! Oh, jetzt kann es nicht mehr fliegen. Oh. Oh, ist es hingefallen. Ist es hingefallen? Oh. Hallo. Ach komm. So. Mich interessiert eigentlich nur, wie viel Uran in dem Ding drin ist. Ups, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich's zerstört, oder? Ach bitte. Jetzt hat sich's einfach selbst zerstört hier, oder? Und ich kann jetzt nichts mehr... Hallo, ich bin hier ewig hergerannt. Das darf doch nicht wahr sein. Metallabfall, toll. Kommunikationsgerät, toll. Das Uran habe ich schon gehabt. Einfach nur traurig. Einfach nur traurig.
Ach, laufen wir zurück. Hallo? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo zurück ist. Au. Ganz kurz. Doch, das müsste zurück sein, oder? Ja, das muss zurück sein. Ja, das gibt jetzt eine tolle Runde mit viel Gelaufe. Diesmal darf ich aber wirklich nicht vergessen zu schauen, wie der Sound rüberkommt. Ne? Wenn der jetzt scheiße ist, dann habe ich 40 Minuten Folge, die total für den Arsch sind. Ich glaube, nee, ich glaube nichts. Ich glaube nichts. So einfach. Ich glaube nichts. Ich glaube, wir laufen jetzt ewig, ja? Ich würde es gerne überspringen, aber mit meinem Schneidprogramm haut's mir dann der Ton kaputt. Wobei, jetzt dürfte es vielleicht funktionieren. Ich versuche das später mal im Schnelldurchlauf laufen zu lassen. Also wenn ihr das hier hört, dann hat es nicht funktioniert. Ne? Toll. Also nicht traurig sein, wenn es nicht im Schnelldurchlauf ist. Das passiert einfach. Oh. So. Okay, wenigstens ist mein Startraumschiff noch da. Das habe ich befürchtet, dass wenn ich da zu weit weggehe, dass das Ding dann weg ist. Das hätte mich aber jetzt richtig angepisst. Ja, wahrscheinlich können wir dann die Folge beenden, wenn wir am Raumschiff sind, ja? Oder an unserer Basis. Es ist ja mittlerweile schon eine richtige Basis. Und eventuell bauen wir dann das restliche, in Anführungszeichen, Schiff mal ab. Ich fange immer 10 Projekte gleichzeitig an, ja. Man merkt es ja schon. Ich mache den Solarpark, aber das braucht man einfach. Wir brauchen ja die Energie. Aber nebenher brauche ich auch dieses Bohrfahrzeugfluggerätschiff. Denn ich brauche ja die Rohstoffe, die ich mit der Energie, die ich gewinne, verarbeite. Also ich würde gerne auf Solarenergie setzen in diesem Let's Play. Es wird nie ganz ausreichen. Ihr seht ja, wie effizient so eine Solarplatte ist. Da müssen wir einen riesen Solarpark bauen. Wobei natürlich, das können wir schon machen. Die Frage ist nur, wenn man so ein Ding vom Himmel runterfällt und auf unserer Plattform, dann ist die wahrscheinlich kaputt. Also auf unsere Basis. Oh, Herstellungskomponenten. Sehr schön. Ich brauche aber jetzt eher Stahlplatten. Danke. Und noch mehr Stahlplatten. Wir brauchen unendlich viel Stahlplatten. Was habe ich jetzt gedrückt? Okay. Wie viel Energie? 17 Minuten bis zum Totalausfall. Haben wir hier noch ein bisschen... Nein. Haben wir hier noch ein bisschen Uran? Raffinerie, Uran... Raffinerie Uran. Dann sollten Sie bitte den Uran verarbeiten. Den Uran. Auch sehr schön. Das kann man hier reinpacken. Und hier, schauen wir einfach mal. Was konnte ich denn? Die hier konnte ich schon nicht mehr fertig bauen, ne? Jetzt geht's aber. Man braucht Triebwerke in jede Richtung. Weil wenn es uns auf den Kopf dreht, dann haben wir ein Problem. Oder man sollte Triebwerke in jede Richtung haben. So, dann machen wir 2 in die Richtung. Das sieht jetzt... Toll. Das sieht jetzt nicht nach so viel Sinn aus. Aber glaubt mir...
Das Ding macht richtig Sinn. Machen wir nur eine in die Richtung. Das reicht auch. Da kann man mir jetzt auch mal vertrauen. Die ist jetzt sowieso weiß. Aber ich habe ja gerade noch gesagt, ich möchte die sowieso in eine andere Farbe. Ich möchte es nicht kaputt haben. Nee, die ist weiß, weil sie nicht fertig ist. Aber die würde auch weiß, weil ich die noch... Oh, guck mal, da kommt was runter. Nein, also... Das lass mal da landen, wo es landet. Scheißegal, brauchen wir nicht. Ich beende hiermit die Folge und höre mir diese auch jetzt erstmal an. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, Abo und vielleicht auch, wenn es sich nicht so gut angehört hat, verzeiht mir und gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Ha! Bis dann mal. Ciao, ciao.